Vor ein paar Tagen hatte ich eine wirklich verrückte Erfahrung für mich. Ich war in einem Zimmer, wo ein Mann, der nur noch Haut und Knochen war, weil die Ärzte ihn noch eine Woche gegeben haben zu leben, wegen sein Krebstumor. Neben seiner Frau, er ist 47 Jahre alt, völlig verzweifelte Situation. Aber Augen mit einem Blick, die einfach für mich, also es war einfach für mich umwerfend, weil, also wenn man mal die Leere oder die Verbitterung und die Verzweiflung von Menschenaugen hat sehen müssen und dann einen Menschen zu begegnen, der in einer wirklich verzweifelten Situation ist, die überhaupt menschlich überhaupt keinen Sinn macht, so ein Frieden, eine Freude, eine innere Ergebenheit zu Gott, der Anbetung, dieses, ich weiß, mein Erlöser lebt, ich weiß, ich werde diesen zerbrechlichen Leib wiedererhalten werden am Tag der Auferstehung. Das jetzt nicht nur bla 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 in einer Predigt zu hören, sondern von einem Menschen, der so eine Situation ist, so einen Glauben zu erleben, war aber einfach für mich völlig beeindruckend. Und dann, auf einmal rollt er aus dem Bett raus und ich habe gedacht, oh Gottes Willen, was passiert jetzt? Und faltet irgendwie seinen Körper über sich selbst zusammen, stützt seinen Kopf gegen das Rande des Bettes und kniet dann dort, wie er halt konnte, natürlich in dieser Situation, weil er überhaupt keine Kraft mehr hatte, und bleibt dann da für die nächste Stunde oder vielleicht war es sogar eineinhalb Stunden. Ich war völlig hin und weg. Ich konnte die Tränen fast nicht zurückhalten. Ja, als hätte Gott von ihnen erwartet, dass sie jetzt dort aus dem Bett rausrollt und jetzt da sich hinkniet und einfach sagt, Herr, ich bete dich an. Dein Wille geschehe. Morgen ist Sonntag und wir feiern Auferstehung ganz besonders morgen, nicht nur wegen dem Sonntag, sondern weil es auch das große Thema des Evangeliums ist. Und ich hoffe uns allen und bete für uns alle, dass wir so leben können, dass wir sterben dürfen wie dieser Mensch. Und dass auch wir ein bisschen in unseren Augen durch unsere Ausstrahlung bezeugen dürfen, dass wir etwas von dieser Umarmung des Vaters schon jetzt erfahren dürfen. Gottes Segen.